Schade. Das ist aber scheucht. 2-0 gegen Magdeburg gewonnen im Ostduell hier zu Hause im Stadion der Freundschaft. Heute gibt es für diese sicherlich nichts zu meckern, oder? Nein, also wie gesagt, vielleicht eine oder andere Chance als Halbzeit, wo wir uns bei Lücke auch bedanken können, wo er überragend hält. Sonst denke ich, standen wir da, haben weitestgehend alles abgehalten. Ne? Zu 0 gegen Magdeburg, das ist eine Ansage. Jetzt letzten Spielen 7 Punkte aus 3 Spielen. Ist Energie jetzt auf dem richtigen Weg endlich? Ja, es waren harte Wochen für uns und jetzt Schritt für Schritt haben wir uns aus der ganzen Misere rausgearbeitet. Wir haben ein super Team, super Truppe, gutes Team noch dahinter, Physios und alles, die uns alles für uns machen und von daher endlich sind wir auf dem richtigen Weg. Trotzdem, die Konkurrenz im Abstiegskampf hat heute auch gepunktet, alle gewonnen, bleibt sicherlich eng bis zum Schluss. Ich weiß es nicht. Ich hoffe, dass die auch straucheln. Nächste Woche spielen wir in Wiesbaden. Müssen wir direkt nochmal nachlegen und mal schauen, wo wir dann stehen. Wie haben Sie die Szene gesehen, als der Ball möglicherweise hinter der Linie war? Magdeburg war noch Platz, da war noch Platz. Also hat der Linienrichter gut gesehen, hat auch direkt nicht zu ihm gegangen, dass er sehr gut gesehen hat. Auch in der ganzen Atmosphäre, sich nicht anstecken lassen. Also da war auf alle Fälle noch Platz und war nicht im vollen Umfang.